Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Angespielt. Ja, ewig nicht mehr gehabt, aber ich dachte mir, die Gelegenheit jetzt, die kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. Wir haben die Remaster-Version von Command & Conquer 1 und 2. Und für all diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, was Angespielt ist auf meinem Kanal ein Format, in dem ich halt spiele, ja, wie der Name schon verrät, anspiele. Sei es, um zu gucken, ob ich irgendwelche Spiele eventuell ja, direkt Let's Playen werde, also einfach mal reinschnuppern und gucken, ob es halt für ein Let's Play sich lohnt. Oder, wie in diesem jetzigen Fall, dass ich euch einfach mal auch Spiele zeigen kann, die mir gefallen, vielleicht aus meiner Jugend und so weiter. Und tatsächlich habe ich dieses RTS, also dieses Echtzeit-Strategiespiel Command & Conquer, so geliebt und gefeiert in meiner Jugend. Aber um ehrlich zu sein, als komplettes Let's Play wäre es ein bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, es ist halt sehr repetitiv. Ist halt eine 25 Jahre alt, so ein Spiel, ne? Aber ich dachte, zeig's es halt einfach mal. Echte Strategiespiele dürfte jedem von euch hoffentlich ein Begriff sein. Die meisten kennen vielleicht StarCraft 2 noch. Das ist halt so noch ein klassisches echter Strategiespiel. Vielleicht noch die etwas älteren unter euch WarCraft 3, aber dann hört es eigentlich auch schon auf, normalerweise. Ja? Und hier, das ist halt so, das sind halt so die Anfänge. Ja, ich meine, ganz zu Anfang 1992 gab es noch Dune 2 von denselben Entwicklern, die Westwood Studios. Und ich könnte euch jetzt erzählen, warum man jetzt nichts mehr von den Westwood Studios hört, warum Electronic Arts halt an quasi den Untergang der Westwood Studios beteiligt ist. Aber ich glaube, das würde viel zu lange dauern und ihr würdet irgendwie den, ja, weiß ich nicht, den gamepolitischen Anekdotentod sterben. Deswegen spiele ich so die ersten 2, 3, vielleicht auch 4 Missionen aus dem ersten und auch aus dem zweiten Teil, also Red Alert oder Alarmstufe Rot, an. Einfach nur, damit ihr halt sehen könnt, wie toll das damals war. Also für mich jedenfalls. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Gefallen dran. Ist halt sehr nostalgisch. Natürlich Remastered-Version heißt grafisch sehr optimiert. Die Benutzeroberfläche. Und dann gibt es halt natürlich auch Quality of Life Features, wie das Rauszoomen aus dem Geschehen, das es damals noch nicht gegeben hat. Oder halt, dass man mehrere Panzer und Einheiten so auf einmal bauen kann. Damals musste man immer warten, bis eine gebaut wurde. Da muss man halt nochmal klicken. Quality of Life halt, ja. Ihr werdet jetzt halt trotz dieser Remastered-Version denken, wow, also StarCraft 2 ist ja doch um einiges besser. Natürlich ist es besser. Ja, auch wenn StarCraft mittlerweile schon 8 Jahre auf dem Buckel hat, ist es natürlich besser als ein Spiel aus dem Jahr 1995. Aber genug gelabert, pass mal auf, ich mache mal einfach ein neues Spiel. Der Anschlag auf die Getreidebörse in Wien ist das 17. Bombenattentat in 4 Wochen, das den Terroristen von Nord angelastet wird. Seit Beginn dieser Welle von Nod-Attentaten in Slowenien jagen die Abgesandten von einer Krisensitzung. Die neuen Tiberium-Schürftechniken der Bruderschaft von Nod. Die Tiberium-Vorräte der Bruderschaft von Nord belaufen sich jetzt fast auf die Hälfte aller weltweit bekannten Vorkommen. Dadurch gewinnt diese fanatische Terroristengruppe einen gewaltigen Einfluss an der Londoner Goldbörse. Und jetzt weiter mit Lokalnachrichten von... ging beim zweiten Weltgipfel zu den wirtschaftlichen Konsequenzen von Tiberium in Hongkong allen Reportern aus dem Weg. Man erwartet, dass Möbius hier Angriffe von wissenschaftlicher Seite zurück... Während die GDI-Truppen zu einem weiteren Angriff auf Nordstellungen ausrücken, hält die freie Welt den Atem an. Das war Greg Badet, DNN, irgendwo im Mittelmeer. Empfangen Sie mich. Deaktivieren Sie Ihre Verteidigungsmatrix. Ja, da wurde ich ja komplett kalt erwischt. Mir ist gar nicht klar gewesen, dass wir jetzt halt total ja, von einer auf die andere Sekunde erstmal die Klappe halten müssen. Es ist ein bisschen laut am Rauschen. So, wir haben hier den Schwierigkeitsgrad. Einfach nur, um euch zu zeigen, bin ich erstmal zwanglos, ja? Weil, wie gesagt, wäre es ein Display, würde ich halt auf normal spielen. So, jetzt haben wir hier zwei Fraktionen, die wir spielen können. Einmal die Guten, die GDI, die Global Defensive Initiative oder halt die Bruderschaft von Nod. Natürlich ist das hier für mich the place to be, weil Skorpionschwanz, ne, Rot-Schwarz, Lieblingsfarbkombination neben Gelb-Schwarz natürlich. Und weil ich halt vom Sternzeichen Skorpion bin, das hat mich damals halt, naja, sehr angezogen. Und tatsächlich, dieses Spiel hat vor allem seinen Charme durch den Bösewicht auf Seiten der Bösen. Ja, also auf den Boss der Bösewichte halt. Ich habe überlegt, welche Seite soll ich spielen. Ich würde sagen, wir machen hier zwei Teile draus. Ich spiele die ersten 2, 3 oder 4 Missionen auf Seiten der GDI. Als auch hier von Nod, um euch mal ein bisschen was zu zeigen. Und dann im nächsten Teil spielen wir dann halt Alarmstufe Rot. Halt ebenfalls, ne? Und, aber jetzt machen wir erstmal hier. Jetzt wählen wir erstmal die Guten aus und dann schauen wir erstmal weiter. GDI wurde ausgewählt. Empfangen Sie mich. Gut. Ich weiß, Sie brauchen mehr Informationen, aber die Zeit ist knapp. Nordtruppen haben diesen Brückenkopf bei X16 Y42 ausgebaut. Das Datenmaterial kommt gerade erst herein, aber wir haben schon eine Lücke in ihrer Verteidigung entdeckt. Cool, cool. Commander Carter könnte sie mit seinen Rackkreuzern an Land bringen, etwa hier. Vielleicht kann auch ein bisschen Feuerschutz geben, aber das Ganze bleibt ein Job für Fußtruppen. Ihre Mission ist simpel. Sie dringen in die Befestigung ein, schalten alle Norddroiden aus und errichten eine Basis als Brückenkopf. Viel Glück. Okay. So, startet das jetzt schon? Ich glaube, der startet jetzt schon, oder? Okay. Man sieht es halt schon an der Grafik. Ist 1995, gell? Alter. So. Ja, es ist schwer zu erklären. Alter, ist das laut, oder? Ist das laut? Um die Optionen her. Sound. Ich hab's eigentlich leise. Alter, wo ist denn hier die Musik? Alter, ist das laut. Mach mal hier überall ein bisschen leiser. Vielen Dank. Bestätigt. So, ich hoffe, das funktioniert. So, weil der nächste Schritt ist nämlich komplett muten und das will ich nicht. So, jetzt haben wir hier unser Baufahrzeug. Unser Herzstück sozusagen. Und hiermit können wir halt Gebäude bauen. Wir müssen diese Abwehrtürme... Hoppala, wir werden schon angegriffen. Das ist ja richtig Action hier, Alter. So. Okay, und dann können wir... Ich zeig's euch einfach mal, wie wir das hier machen. Wir nehmen die Kaserne zum Ausbau natürlich von... zum Bauen von Fußtruppen. Und wir müssen hier sowas hier kaputt machen. Aus Gründen. So, es ist laut, oder? Ist es laut? Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier die Option Infanterie. Hoppala. Na, komm du mal her. So, hier können wir ein paar Schützen ausbauen. Hier sieht man, wenn man öfter draufklickt, hat man hier jetzt 6 im Auftrag gegeben. Kennt ihr alles doch StarCraft 2. Ne? Nur halt viel älter. Und wenn ich jetzt die Space-Taste drücke, schaut euch das an. So sah es im Original aus, 1995. Heiliger Falter, oder? Guckt euch das mal an. Und damals war es noch schlimmer. Da muss man zum Beispiel, wenn du jetzt hier auf das Warhaus gegangen bist, dann hattest du hier deine Menüs, welche Gebäude man bauen konnte. Dann musst du hier auf die Kaserne klicken. Dann hattest du hier dieses Menü, wo du die Schützen hattest, beziehungsweise Infanterie. Das ist alles jetzt nicht mehr so. Ich mache mal Space. So. Das sieht natürlich jetzt alles viel vielversprechender aus. Und das Prinzip ist einfach schnell bauen, Ressourcen sammeln, was müssen wir hier in der ersten Mission noch nicht machen natürlich. Und dann halt alles vernichten, was hier rumläuft, ne? Und auch sehr interessant, hier wird von Bots geredet, also von Robotern, nicht von Menschen. Damals war es noch ein sehr heikles Thema, auch bei dieser Grafik hier, durfte man hier keine Menschen umbringen. Ja, das hat die BPJS, also die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, die hatte da ein bisschen was dagegen, weil das war doch sehr gewaltverherrlichend. Ja, das war 1995, 1992 gab es schon Doom, aber das hier war sehr kritisch, weil es ist ja halt kriegsverherrlichend. Ja, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich hoffe, der Game Sound ist nicht so laut und dominierend. Ach, guck mal. Da waren wir schnell. Ja gut, da wird ja nicht viel gesagt. Sehr schön anzusehen, die 95er ja, Grafikstandards. Natürlich gar kein Vergleich zu den heutigen Standards. So, das ist unser Bauhaus. Unser Herzstück einer jeden Basis. Und was auch noch sehr süß war, das seht ihr gleich. Ja, alles sehr realistisch. Ah, hochqualitativ. Ich würde mal sagen Trashfilme. So, und jetzt gibt es noch eine Zusammenfassung, wie gut und effizient waren wir. Oh, wir haben einen Bonus freigeschaltet. Gab es damals im Original natürlich noch nicht. Ist alles remastered only. So, wir haben 2 Minuten gebraucht. So, Verluste GDI, keine. Not 13. Keine Gebäude haben wir verloren. Wir haben 3 Geschütztürme verloren. Ach ja, und die Höchstpunktzahl, da können wir uns sogar noch eintragen, soweit ich weiß. Tatsächlich. Da können wir hier, falls wir irgendjemanden haben, ich habe hier schon mal gespielt, wie wir sehen. Aber gut, gehen wir einfach mal weiter. Ab zur nächsten Mission. So, hier haben wir noch eine Überkarte. Eine Überkarte, eine Übersicht der Weltkarte. Okay, hier sehen wir die gelben Zonen, das sind unsere, die wir eingenommen haben. Die roten sind die Besatzungszonen der Bruderschaft von Nod. Wir sind hier oben in Estland und hier haben wir noch so ein paar kleine Informationen. Bevölkerung von 1,6 Millionen, Fläche 45.000 Quadratkilometer, Hauptstadt Tallinn und so weiter und so fort. Ist eine Republik, Regierungsform ist eine Republik, Foto und so weiter und so fort. Seht ihr alles, was erzähle ich euch das? So. Wir müssen auf jeden Fall auswählen. Später kann man halt noch mehrere Gebiete auswählen. Dann hat man auch verschiedene Missionen. Bei dem einen muss man halt vielleicht mehr auf Flugzeuge setzen. Die anderen sind halt, wenn es halt hier so an Meer ist und so weiter, auch nie. Ich glaube, das war hier noch nicht. Das war erst im zweiten Teil so, dass man halt auch mit Wasserfahrzeugen, also mit U-Booten und Schiffen und so weiter jetzt halt die Mission starten musste, etc. pp. Das wird halt ein bisschen vielfältiger. Jetzt sind wir halt in der ersten Mission. Da ist es noch nicht so viel mit Vielfalt, da ist es noch sehr viel mit Kennenlernen. So, unser Briefing. Gute Arbeit, ein Brückenkopf, Commander. Ich schulde Ihnen noch ein paar Daten über Nord, damit Sie Ihren Gegner kennenlernen. Das hier ist Kane, der selbsternannte Führer der Bruderschaft von Nord. Warten Sie, ich schalte Sie rein. Zustand wird kritisch. Wissen Sie, warum sich Nod hier am Strand so festbeißt? Die beschützen eine riesige Tiberium-Raffinerie, die unser Geheimdienst wohl übersehen hat. Ich brauche dringend Verstärkung. Nod-Truppen strömen aus dem Stützpunkt und erdrücken uns fast. Wir müssen einen Schlag gegen die Raffinerie und die Infanteriebots führen, bevor die unsere Stellung überrennen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie noch halten können. Verdammt. Sie haben es doch gehört. Worauf warten Sie noch? Ja, okay, Alter. Ja, sicher, sofort erstmal rein hier, Action. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben hier ein Reparatursymbol und müssen dann die angegriffenen, beschädigten Gebäude reparieren. Das funktioniert auch. Und wir haben gerade gesehen, ich hoffe, das ist echt nicht zu laut. Wir haben gerade gesehen, dass Kane, der Anführer der Bruderschaft, wirklich der Grund ist für den Erfolg eigentlich. Muss man eigentlich zugestehen. So, hier unten haben wir... Bleibt immer bitte stehen. Ingenieure. Mit denen können wir fremde Gebäude einnehmen. Und wenn wir das dann haben. So, erstmal hier gucken, dass wir die gegnerische Armee ein bisschen dezimieren. Hier gehst du ein bisschen zurück. Gucken, dass wir halt nicht so viel. Ach, guck mal an. Huch. Okay. Dann müssen wir hier hinfahren. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, wir können ja mehr Infanteristen bauen. Den müssen wir nach oben. Ich kann die mal mit 2 markieren. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, wir müssen vorsichtig sein. Bestätigt. Konstruktion fertig. Jawohl, Konstruktion fertig. Hier oben sehen wir schon eine Raffinerie. Jawohl, Konstruktion fertig. Raffinerie brauchen wir halt, um Ressourcen zu sammeln, damit wir Geld bekommen. Bisschen viel, ne? So, komm, die schicken wir einfach mal nach. Oh, Heidewitzka, die sind ein bisschen viel. Aber die haben wir halt alle, ne? Die haben halt an sich so keine Chance, großartig. Hoppala. Und den einen können wir schon mal hier reinschicken. Hier sehen wir diese drei Dreiecke. Dann probieren wir es mal hier. Wir müssen einfach ein bisschen hochfahren, damit die nicht abgefangen werden, denn die können sich tatsächlich nicht verteidigen. Und ich würde sagen, hier auch nochmal. Oder nee, hier. Kraftwerke können wir selber bauen. Oh, guck mal hier, eine Hand von Nod können wir bauen. Das ist ja interessant. Wenn wir nämlich den gegnerischen Bauhof einnehmen, können wir auch die gegnerischen Gebäude bauen. Somit können wir als GDI tatsächlich die Hand von Nod bauen. Und somit dann halt auch Ingenieure bauen, die wir jetzt gar nicht mehr brauchen. Obwohl, doch machen wir 2 Stück, das lohnt sich. So, haben wir hier immer noch irgendwelche Leute, die uns angreifen wollen? Nicht. Wer schießt denn da immer? So. Und du gehst mal bitte hier rein. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich auch schon geschafft, oder? Nein, hier unten sind noch Gegner. Wenn man sich jetzt denkt, oh mein Gott, wie leicht ist das? Ja, natürlich, ich habe die auch auf Schwierigkeitsstufe leicht gestellt. Ne? Also nicht wundern. Das soll ja auch einfach nur zeigen, guck mal, wie es damals war. Ach, guck mal hier, ich habe vergessen. Der gegnerische Sammler, den können wir... Oh, hoppala. Den gegnerischen Sammler, den wir hätten warten müssen. Jetzt höre ich das gleich. Erstmal. Hochauflösende Zwischensequenzen. Boom. Ach, süß. Oh yeah. Ist die Flagge. Salutiere. So. Gut, jetzt hätte ich langsam die Statistik gehen. Statistiken, mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. 3 Minuten 38, das ist natürlich nicht Realtime. Wir haben die Geschwindigkeit ein bisschen hochgestellt, dass das alles ein bisschen schneller geht. So. Wir suchen uns jetzt erstmal das nächste Einsatzgebiet aus. Viele Optionen haben wir immer noch nicht. Und immer noch im Norden der Region. Wir sehen auch hier hat Nord ein bisschen an Territorium gewonnen. Wir sind immer noch in Lettland. Und ja, müssen jetzt erstmal... Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich schau mal eben. Ich weiß, ich habe in den Hintergrundinfos versprochen zu Kane und Nord, aber dafür ist noch Zeit, später. Oh. Carter sagte, ihre Bots haben ganze Arbeit geleistet. Guter Job. Das machen wir jetzt gleich nochmal. In diesem Sektor befindet sich ein Nordstützpunkt, der von Flugabwehrraketen gegen Luftangriffe geschützt wird. Schalten Sie sie aus, dann kann Ihnen Colonel Morelli Luftunterstützung geben, wenn sie die gegnerische Basis selbst angreifen. Ich muss mich eine Weile ausklinken hier, ein paar Hände schütteln bei der UN. Ich verlasse mich auf sie. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt kriegen wir auch, mit der Zeit kriegen wir natürlich auch neue Einheiten. So, wir bauen uns hier erstmal aus. So, wir haben hier, nein, hier haben wir die Grenadier. Konstruktion fertig. So, und wir müssen jetzt gucken. Eigentlich müssten wir gucken, wo es hier Tiberium gibt. Tiberium ist unser Rohstoff, den wir sammeln müssen. Und hier unten sind wir auch schon fündig geworden. Hoppala. Oh, das wird... Ups. So, wir müssen jetzt erstmal vorsichtig sein. Erstmal die Abwehr. Danach können wir uns aufbauen. Die steht mir alle im Weg. Ich möchte gerne meine das hier bauen. So, plus die Raffinerie. So, wir bauen erstmal ein paar Schützen aus. Hier oben ist das Tiberium. Konstruktion fertig. Nachgebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Das Heimtückische am Tiberium ist... Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Mit den normalen Fußsoldaten kannst du nicht rüberlaufen, weil sie dann tatsächlich Energie verlieren. Das ist ein sehr giftiges Mineral. Ich laufe mal einfach drüber. Schaut euch einfach mal die Energieanzeige an von mir. Also eigentlich sollte es... Also ursprünglich war es mal giftig, dass ich nicht rüber konnte. Hallo? Ja, ist das vielleicht auf dem Schwierigkeitsgrad leicht? Nicht so. Keine Ahnung. So, wir haben die Raffinerie. Und was ich vorhin noch sagen wollte, wenn wir eine Raffinerie, eine gegnerische Raffinerie einnehmen, müssen wir warten, ein bisschen Geduld haben, bis der Sammler wieder zurück ist und das Ganze ablädt, was er eingesammelt hat. Denn dann erkennt das Spiel tatsächlich nur ein Gebäude und wir haben dann gleichzeitig den Sammler mit und müssen dann nicht irgendwie später noch den Sammler separat irgendwie bauen. Das spart uns tatsächlich, weiß nicht, 1000 Credits oder irgendwie sowas in der Richtung. So, hoppala. Hier ist ein Flarak. Viele denken jetzt, wieso Flarak, das heißt doch Flak. Ja, früher hießen diese Dinger hier Flaraks, also Flugabwehrraketen. Deswegen Flarak. War nicht lustig, weil als Flüge denkt man sofort an Yarak. Aber ich möchte darauf jetzt ehrlich gesagt nicht näher eingehen. Das ist mir dann doch ein bisschen too much. Und wir haben hier eine sehr leichte Aufgabe. Einfach nur diese Flugabwehrgeschütze demolieren. So, hier, das hier könnten wir tatsächlich mit... So, mit Granaten können wir tatsächlich auch höhere Distanzen erreichen. So, ich glaube, ich mache noch die nächste Mission auch noch einmal. So, ich weiß nicht, wie viele wir tatsächlich von diesen Geschütztürmen hier ausschalten müssen. Ich baue einfach noch eine Raffinerie. Und baue noch ein paar. Konstruktion fertig. Grenadier sozusagen. Konstruktion fertig. Ah ja, guck mal hier. Konstruktion fertig. So. Hoppala. Was? Unzureichende Mittel? Ist ja gar nicht hier. Du bleibst hier, ihr bleibt hier. Ihr bleibt alle hier. So. Grenadier machen das schon. Du hättest jetzt auch noch ein bisschen helfen können. Hier, du fauler Sack. Gut. Okay, diesen Teil haben wir eigentlich relativ safe. So, einer von mir? Oh mein Gott. Natürlich. Hier gab es mal tatsächlich auch Kisten, die man einsammeln konnte. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt extra einstellen muss. Ich habe es natürlich erstmal nicht gemacht. Ach, guck mal hier. Konstruktion fertig. So. Unsere Basis. Das hättet ihr mir auch sagen können, ne? Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Oh, super. Konstruktion fertig. Finde ich ja sehr interessant. Konstruktion fertig. So, hier müssen wir noch irgendwo hin, keine Ahnung. Wird gebaut. Huch. So, dann komm. Gehen wir erstmal. Wird gebaut. Lalalala, diese Mission schaffen wir noch, ne? Und danach gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh! So, dann schauen wir mal. Okay, wir haben gar kein Geld mehr momentan. Das ist ein bisschen blöd. Huch! Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal hier hingehen. Hoppala! Oh, oh, oh. So, sehr gut. Dann beeil dich mal bitte. Uiuiuiui. Eieieiei. So, dann brauchen wir aber viele Schützen. So, runter, beziehungsweise jetzt können wir wieder angreifen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Vorteil. Der Vorteil ist natürlich auch an normalen Infanteristen, dass diese Raketenwerfer-Mannequin, dass sie tatsächlich sehr ineffektiv sind gegen andere Infanteristen. Wohl aber gegen Fahrzeuge und Gebäude. So, und die gegnerischen Sammler anzugreifen, das ist natürlich sehr effektiv, um den Gegnern halt den Geldzufluss abzusperren. Das wird jetzt ein bisschen heftig. So, wir müssen gewaltig aufpassen auf unsere Fahrzeuge. Noch haben wir es leider nicht so gut, dass wir sagen, pass mal auf. Ja? Ja, den hauen wir jetzt auch noch weg hier. Nervt mich ein bisschen. So, es ist natürlich auch ein bisschen nervig mit der Zeit, wenn man sagt, wird gebaut. Konstruktion fertig, wird gebaut. Könntest du mal bitte kurz sterben? Okay. Ich weiß nicht, wie viele Flugabwehrgeschütze wir noch kapern müssen, beziehungsweise zerstören müssen, bis ja nicht mal Flugunterstützung kommt, aber... Ah ja, schau mal hier. Jetzt können wir tatsächlich einfach mal so rein ins Nichts, ins Dunkle. Ich weiß nicht, ob es dann aufgedeckt wird. Oh, schön, schön. Okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, dann gehen wir einfach mal spammend rein in den Angriff. Das ist leider tatsächlich noch damals der beste Weg gewesen. Unheimlich viele Einheiten spammen und dann immer rein damit. Hat jetzt nicht viel mit Strategie zu tun, aber es war okay. Den Nachschub erstmal kappen. Wenn man dieses Herzstück gekapert hat hier, den Bauhof, dann war das Spiel eigentlich immer so gut wie gewonnen. Ich denke mal, das wird ja auch wirklich unser letztes Mission gewesen sein. So. Lalalala. So, die müssen wir noch einfach nur, als es sich gehört, wirklich alles kaputt zu machen, ne? Hier unten haben wir wieder noch ein paar Querulanten, die versuchen, sich mit Händen und Füßen noch zu wehren. Ist natürlich hoffnungslos. Die Sache ist gelaufen für die Leute. Die Bruderschaft hat wieder verloren. Die GDI geht erfolgreich aus dem Kampf. Wie gewohnt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich alle Einheiten aufzerstören. Das ist immer nervig gewesen. Stimmt. Ich erinnere mich. Na, kommt da. Ja, ja, wir benötigen Silos. So, ich hoffe, das ist wirklich jetzt der letzte gewesen. Tatsächlich. Ja. Oh yeah. So, die nächste Briefing-Mission gucken wir uns aber nochmal an. Aber dann denke ich mal, werden wir auch aufhören. Erstmal für heute. So, uns Einsatzgebiet. Ich denke, wir sind immer noch in Lettland. Kann das? Oder geht es jetzt weiter? Okay, Nord hat wieder zugewonnen. So, jetzt kommt genau das, was ich gesagt habe. Wir haben ja einmal Polen. So, ist eine Demokratie natürlich. So, militärische Stärke, freies Heer. Was haben wir hier? Ich würde gerne... Nein, ich kann nicht zurück. Quatsch. Nein. Oh mein Gott. Ich dachte, wir können... Na toll. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir können jetzt wirklich frei wählen und uns erstmal alle Einsatzgebiete angucken. Ich erinnere mich auch nicht mehr, ob es früher wirklich so war, dass es halt eine Missionsvielfalt gab. Ja, dass wir halt zum Beispiel hier in Polen jetzt mehr auf Panzer setzen müssen und auf anderen hier mehr auf Flugabwehr und auf Flugangriffe. Keine Ahnung. Einfach mal auf fortwärts. Die globale Defensivinitiative erfüllt unter direkter UN-Aufsicht nur einen einzigen Auftrag: die Bekämpfung des multinationalen Terrorismus. Die Bruderschaft von Nod, eine uralte Geheimsekte, unterhält enge Kontakte zu den meisten Terrororganisationen der Welt. Die Sekte gehorcht diesem Mann, der nur unter dem Namen Kane bekannt ist. Welche Ziele Nod letztendlich verfolgt, ist unbekannt. Die jüngsten Aktivitäten aber zeigen deutliche territoriale Ausdehnungstendenzen, unterstützt von beträchtlichen Investitionen an den Börsenmärkten rund um den Globus und eine aggressive Manipulation der internationalen Massenmedien. Um all diese Aktivitäten zu finanzieren, scheint sich Nod Zugang zu beträchtlichen Tiberium-Vorkommen verschafft zu haben. Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberiumkristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minimum an Aufwand einfach einzusammeln. Delta Sierra Echo an Kommandanten, nähere mich dem nächsten Ziel. Wir überfliegen gerade die Grenze und wir haben ein Problem hier. Nod hat beim Überfall eine Menge aktivierter Pellets erbeutet. Und leider sind diese Dinge der erste Punkt auf der Einkaufsliste. 10 Dinge, die Heimwerker für einen Nuklearsprengsatz brauchen. Wir müssen sie wieder haben. Shepard ist immer noch offline, aber wir können nicht warten. Dazu ist diese Angelegenheit viel zu wichtig. Also marschieren das Camp der Noddis und sammeln die Pellets ein, bevor die Nodvögel sie ausfliegen können. Die Behälter waren in Transportkisten verpackt. Ich bezweifle, dass Nod Zeit hatte, sie umzuladen, aber halt auf jeden Fall die Augen offen. Lass sie tanzen. Okay, so liebe Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, ich speichere hier erstmal. Wir haben genug von Seiten der GDI gesehen. Vielleicht mache ich in dem nächsten Teil wirklich mal so eine kleine Einführungsrunde mit der Bruderschaft von Nod. Wie gesagt, eigentlich ist Kane so dieser Hauptstar hier, der eigentlich der Auslöser dafür war, dass das Spiel wirklich so an Popularität gewonnen hat. GDI kann man mal hier so speichern. So, dann gehen wir jetzt erstmal beenden. Moment, kann ich nicht erstmal hier Optionen, Spiel speichern, beenden, Jukebox, Optionen? Ich hoffe, ich komme jetzt nicht auf den Desktop. Okay, wunderbar. So. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen, liebe Leute. Ich bin jetzt erstmal raus. Habe jetzt auch genug gespielt. Ich glaube, die nächste Folge wird jetzt nicht ganz so lange dauern, weil ich das Anfangspalaber natürlich überspringen kann. Hoffe, euch hat das nicht zu sehr gelangweilt. Ich hoffe, euch haben die kleinen Spielszenen hier gefallen. Das war ein bisschen... Ach ja, ich sag ja, ich habe es ja schon getwittert. Alle 11 Minuten läuft mir so eine nostalgische Träne die Wangen runter, wenn ich dieses Spiel hier spiele. Und es ist wirklich so. Das hat meine Jugend geprägt. Ich sehr geprägt. Das war bombastisch, das Spiel. Und auch heute noch liebe ich es einfach. Ne? Es gab jeweils von Alarmstufe Rot als auch hier von Tiberian Sun. Nein, Entschuldigung, von Tiberian Dawn, wie es im Englischen heißt, also im Tiberium-Konflikt, gab es jeweils 2 Fortsetzungen. Ja, und dann hinterher, wie gesagt, Electronic Arts. Ach ja, ich will nicht darüber reden. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns beim nächsten Angespielt, wenn es dann heißt Bruderschaft von Nod. Und vielleicht können wir dann auch so weit spielen, dass wir dann Kane selbst kennenlernen. Vielleicht werdet ihr dann auch verstehen, warum Kane halt so charismatisch anziehend ist. Gut, in diesem Sinne, lieben Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr irgendwas zu kommentieren habt und so weiter, einfach in die Kommentare, solange es keine Beleidigungen sind, ja, wird alles gelesen und kommentiert. Macht es gut und gehabt euch wohl. Tschüss.